Hier wird diese Zeichnung angegeben und die Frage lautet, was ergibt R? Durch diesen Kontaktpunkt von Kreis mit Hypotenuse können wir die Hypotenuse in zwei Strecken zerlegen, die von da bis zu dem Kontaktpunkt hat als Länge C1 und die von da bis zum Kontaktpunkt hat als Länge C2. Jetzt vervollständigen wir diese Zeichnung so. Wir verbinden das Zentrum vom Kreis mit dieser Spitze des Dreiecks. So erhalten wir diese blaue Strecke, deren Länge wir D nennen. Wir verbinden auch das Zentrum vom Kreis mit dieser Spitze des rechtwinkligen Dreiecks und benennen die Länge dieser Magenta-Strecke mit L. Wir verbinden auch das Zentrum mit diesem Kontaktpunkt, mit diesem Kontaktpunkt und mit diesem Kontaktpunkt und so entstehen lauter rechtwinklige Dreiecke. Schauen wir in diesem blauen rechtwinkligen Dreieck und wenden den Satz des Pythagoras an. Dieser Satz besagt, dass diese Kathetenlänge, also a minus r im Quadrat plus diese Kathetenlänge, also r im Quadrat, gleich ist zur Länge der Hypotenuse, also d im Quadrat. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras C1 im Quadrat plus R im Quadrat gleich D im Quadrat. Aus diesen zwei Gleichheiten können wir schließen, dass A minus R Quadrat dasselbe ist wie C1 im Quadrat, indem wir R Quadrat in beiden Gleichungen rechts rübersetzen. Somit erhalten wir also, dass a minus r im Quadrat dasselbe ist wie c1 im Quadrat, woraus wir schließen, dass c1 a minus r sein muss. Das hätte man auch beweisen können durch die Kongruenz dieser zwei Dreiecke. Diese zwei Dreiecke sind effektiv kongruent. Jetzt wenden wir wieder Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck an und erhalten so, dass b minus r im Quadrat plus r im Quadrat l im Quadrat sein muss. In der Tat, diese Kathetenlänge, das ist die Zahl b minus r. Diese Kathetenlänge, das ist die Zahl r und die Hypotenusenlänge, das ist l. Wir wenden jetzt wieder Pythagoras, aber dieses Mal in diesem Magenta-Dreieck an und finden so, dass C2 im Quadrat plus R im Quadrat gleich L Quadrat sein muss. Daraus schließen wir, dass W minus R im Quadrat dasselbe sein muss wie C2 im Quadrat. Woraus wir dann schließen können, dass C2 dasselbe ist wie B minus R. Auch diese Gleichheit hätte man durch die Kongruenz dieser zwei Dreiecke beweisen können. Wenn C1 a minus r ist und C2 b minus r ist, dann muss C1 plus C2 dasselbe sein wie a plus b minus 2r. Und C1 plus C2, C1 plus C2, das ist die Zahl C. Und aus dieser Gleichheit schließen wir, dass der Radius R gleich sein muss zu A plus B minus C geteilt durch 2. Also ist D die richtige Antwort auf die gestellte Frage. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.